gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Hallo. Bist bei dieses Video schon vorbei? Ja, hallo. Oh, du siehst ja ganz anders aus wie letztes Mal. Ja, du bist um. Fast. Nee, ja, du auch. Stimmt, du bist jetzt schwarz. Ach, ich bin jetzt diesmal schwarz. Alles ja, du bist der Schwarze diesmal. Wundere mich alles eigentlich. Klar. Ja, Genau. Dann schon mal herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play für Forest. Staffel 2. Staffel 2. Bei mir jetzt ja ein bisschen angekündigt vor 100 Jahren. 2 Jahren. So. Und wir wollen schauen, was sich denn so getan hat in diesem Spiel, weil wir haben auf einmal Lust bekommen. Boah, da freue ich mich so drauf. Und ich glaube, ich habe hier schon mal alles gesammelt. Ja, ich noch nicht. Es gab ja ganz, ganz viele Updates, das habe ich mitbekommen, ganz viele. Ja. Und es ist auf Deutsch, das ist auch schon mal was. Und ich merke, ich muss schon mal meine Mausempfindlichkeit ein bisschen niedriger schrauben. Das merke ich schon mal. Gibt es überhaupt sowas wie Mausempfindlichkeit? Steuerung? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. So, ich mache schon mal den ganzen Koffer auf. Genau, und wichtig dazu zu sagen, wir spielen nicht auf normal. Schwierigster Schwierigkeitsgrad, hartes Überleben heißt es, glaube ich. Ja, Hardcore halt. Heißt also sehr wenig Nahrung und sehr starke Gegner. Wir wollen ja gefordert werden. Eben, weil ja die Staffel 1, die war so. Oh Gott. Ja, wir wollten eigentlich sterben, aber es hat nicht funktioniert. Naja, was heißt, wir wollten sterben, wir haben schon aber. Also, wir haben schon herausgefordert, also so ist es nicht. Ja, wir haben es echt provoziert eigentlich. Aber wir haben dann. Ich habe mir. Bei mir ist es ja so, dass von der Staffel 1 hat ja erst von kurzem bei mir geendet. Ja. Ja, darum haben wir Lust bekommen. Ja, weil, hallo, ich habe halt ein Leben. Ich habe das Video angeschaut von ihm und gesagt, okay, da hingeht. Ich habe halt ein Leben. Oh, das. Ne, das kann ich nicht fragen. Und. Ja, irgendwelche Rechner? Ja, und jetzt hat sich aber so viel getan und durch dieses Hochladen von, also von die Restlichen, weil ich habe eigentlich nur noch die Restlichen rausgehauen. Weil ich sie noch oben hatte und auf YouTube schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Und da habe ich immer alle veröffentlicht jetzt nach und nach noch. Nach 2 Jahren ungefähr? Ja, nach 2 Jahren habe ich mal die Staffel 1 beendet und das beim Video gucken oder beim Schneiden und so weiter, das hat, keine Ahnung, das hat man wieder voll Lust bekommen. Ja, da habe ich wieder voll Lust bekommen. Erstmal Sticks sammeln, ja stimmt. Genau, Und dass so viel Neues ist, Hammer. Oh, wir sind ja gleich beim Sinkhole, Alter. Ehrlich? Ah, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Frage ist, sollen wir anders überleben oder sollen wir so ähnlich machen wie letztes Mal? Weil das war ja eigentlich mega praktisch am Wasser, ne? Also meinst du da so unten am Meer ein bisschen? Ja, entweder Meer oder an einem See, wo wir gut hinkommen, weil hier... Also ein See ist, glaube ich, eine sehr gute Idee wegen Fisch. Also Wasser stimmt, ja. Generell. Also hier muss ich jetzt nicht unbedingt bauen am Sinkhole, weil... Wenn wir da einmal aus Versehen runterfallen, ist hardcore. Ja. Oh ja, das... Oh, das sieht ja ganz anders aus. Anders. Oh, farbig. Oh. Jagdunterstand. Das ist so komisch, das alles in Deutsch lesen zu können. Mm. Hasenkäfig. Das wäre interessant, ob das noch funktioniert. Oder überhaupt. Jetzt mal funktioniert.
Oh ja, erstmal, ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen reingucken, was, ob's was Neues zum Bauen gibt, weil es ist jetzt eigentlich alles alt, was ich jetzt so sehe. Ich sehe eigentlich bisher auch nur Altes. Aber dafür sehen die Bilder anders aus und alles ein bisschen hübscher gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt schön, ja. Freistehende Seilrutsche, hey, seit wann gibt's eine Seilrutsche? Baumseilrutsche. Und ein Kran. Also ein Kran. Jo. Bist du hier im Kran? Bei dem blauen. Blauen. Eine Feuerstelle, oh wie geil. Hätten wir in unserem alten Haus brauchen können. Und eine Couch, ach geil. Freistehende Seilrutsche. Ein Kronleuchter. Kronleuchter aus Knochen. Das wäre auch geil gewesen. Weil wir haben unseren Kronleuchter selber gebaut. Weißt du es noch? Knochenrahmen. Ja, stimmt. Ein Vogelhäuschen. Ist auch neu. Kleines Floßsteg. Was ich jetzt gespannt bin, ob die Fallen jetzt mal funktionieren. Weil weißt du noch, wo der eine immer durch diese Dornwandfalle gelaufen ist und teilweise nicht gestorben ist. Die hat es ausgelöst, aber er ist nicht gestorben. Weißt du es noch? Ja, ja, stimmt. Und ob die Verteidigung, also diese Spikes, also die Verteidigungsdornenwand heißt es jetzt auf Deutsch, ob die jetzt doch mal was bringen. Als Verteidigung. Es wäre gut, ja, aber das war leicht, ne? Und es gibt einen Steg, das ist auch neu. Steg gab's nicht. Cool-Liste. Findet Jimmy Bauer der Naga, findet einen Weg in den Kessel. Kessel? Ich weiß nicht, ob das richtig übersetzt worden ist. Ich glaube, er ist Sinkhole oder sowas. Geil, wir können oh mein Gott. Und findet die vermissten Flugzeugpassagiere, alles klar. Lol. Ja. Du kannst ein Signal setzen. Meinst du diese farbigen Sachen? Nein. Stoff, wirklich hier ein riesengroßes SOS aus Steinen. Achso, stimmt, ja. Das ist mal geil. Riecht dein Signal. ob du da so gefunden werden kannst? Das wäre cool, wenn es so ein Easter Egg gibt, so dass man auch noch 100 Ingame-Tagen vielleicht dann gerettet wird. Gut, aber ich würde es gar nicht mal so... Nee, wir müssen losmachen, weil du weißt ja, wie schnell es dunkel wird. Ja, genau. Also aus dem Kopf raus würde ich sagen, wir sollten eher die... Ja, da ist schon mal... Oh, geil. Das sieht schon mal schön aus. Wasser ist sehr laut. Ja, hier wäre der Fluss. Sollen wir dem mal ein bisschen folgen wegen... Oh, das Fluss sind schon die ersten... Effigies von denen... Krass. Wo? Ah da. Den möchtest du nicht kaputt machen? Hier habe ich hab eins kaputt gemacht. Ich glaube, du musst die mal jetzt. Hier ist noch eins. Klatsch. Nee, also ich habe gerade gesehen, wie du es kaputt gemacht hast. Achso. Hier wäre ein. Ich bin voll. Ah, wir bräuchten wie diese blöden Hasen und was ist. Da wäre es mehr. Ah ja. Sollen wir eigentlich wieder so 20 Minuten Videos machen oder wie machen? Oder 30 Minuten, also ich habe den Time jetzt mal auf 30 Minuten gestellt. Erste Folge ein bisschen länger. Ja. Ist okay. Machen wir mal 30. Da unten wären noch zwei FGs. Ne, sogar drei. Wollen wir die holen? Boah, ich weiß noch, wo wir hier gelaufen sind und da war das erste Monster. Der große Gegner da. Ja, der erste große Monster, ja. Wo wir dann weggelaufen sind. So, oh mein Gott, nein. Boah, hier gibt's bestimmt Seile und so. So, Stoff ist schon mal sehr gut. Da hinten sind die Zelt. Ich finde kein Seil. Hier war doch immer Seil, oder? Oh, da ist ein Vogel. Bleibt da. Aha, jawohl. Oh, gleich Federn, das ist auch nicht schlecht. Zum Glück ist die Vogel-KI... Nein! Jawohl. Gut, zwei kleine Fleischstückchen habe ich schon mal, also... Können wir ein bisschen was essen zumindest. Hier ist eine Soda. Hast du die Soda schon mitgenommen bei mir? Ich habe ein bisschen was gesammelt, ja, aber bei Soda weiß ich nicht. Halt, hier warten. Vogel, Vogel, Vogel! Vogel, kill ihn! Hab ihn! Ja, Federn. Da ist noch ein Vogel. Oh ja, da ist Soda, stimmt. Oh, da ist ganz viel Stoff. Was ich jetzt mal gleich, wie komme ich eigentlich ins Baumenü wieder? Hier ist Seil, eins, zwei. Zwei Seile. Die zwei Seile hast du hier schon. Nein, hier drin nicht. Was? Seile? Hier, ja. Hier zwei.
Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Aber man kann eh nur eins alle nehmen, oder? Nee, hä? Nee, zwei. Krass. Wie kommen wir nochmal ins Baum? Das ist gut zu wissen, also wenn ich es nehme, ist es für die... Oder ist Inventar wahrscheinlich I, oder? Ja. Warte, ich schau mal da kurz... Kim, hier könnten wir sogar mal speichern. Wie geil. Und ich habe schon meine erste Sache gecraftet. Was craftest du denn schon? Yeah. Ich speichere einfach mal. Speicherstand 1. Jawohl. Jo. Neuer Eintrag. Jan. Ja, was ist das? Kunde Wasserfallhöhle. Achso, okay. Ach ja, ist ja eine Höhle. Wo? Ach ja, sollen wir die markieren? Sollen wir wieder wie letztens so markieren ja, und so? Das ist nicht... Ah, da geht's rein, hier. Oh, das haben sie ein bisschen anders gemacht. Oh ja, stimmt. Früher war da einfach nur ein Loch, ne? Ja. Yeah. Gut, warte, ich schau mal kurz für dieses Stäbchen da. Signalflagge. Ja, genau, hier. Dann baue ich einfach mal eins. Ja. Mach das. Welche Farbe nehmen wir? Wieder gelb für nicht erforscht und wie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Ich glaube gelb für nicht erforscht. Mach mal gelb, weil gelb ist das relativ easy. Ist automatisch jetzt orange eigentlich. Kann ich die Farbe nicht ändern? Ah. Doch, normal schon. Jetzt hat er, ja. Na, es gibt nur orange. Dann machen wir orange. So. Orange-gelb. Gut, gerade. Okay, hier bauen sie. Da ist schon der erste. Oh, zwei. Eingeborene. Als jetzt schon, okay. So, die waren da hinten rechts, da wo ich gerade hingucke. Ja. Aber hier könnte man doch eigentlich eventuell bauen oder nicht? Oh ja, da. Oh, was müssen wir gegen. Oh, drei. Oh, scheiße. Ja, gut. Das ist, soweit ich mich erinnere, haben wir uns mal gegen 20 oder so angelegt. Aber hey, was sind das für welche? Ja, aber sind da hatten wir so Rüstung und sowas. Also. Nee, die sind glaube ich noch nie so komisch gelaufen. Also vielleicht. Ah, vielleicht sind es ja neue Gegner. Also es soll neue Gegnertypen geben, aber ich habe da mich jetzt nicht erkundigt, wie die ausschauen oder was die machen oder so. Also da bin ich komplett. Überrascht. Wenn die auftauchen. Ich komme da nicht hoch. Aber ich glaube, da hinten war dann die Schneewelt. Vielleicht nicht zu nah an die Schneewelt. Oder doch, ja, gerade mal in die Schneewelt, wäre doch mal interessant, oder? Nee, da frieren wir die ganze Zeit, ne? Das wäre nervig. Das ist vielleicht am Rand. Ja. Aber hier ist eigentlich ganz gut, weil. Oh nein, die haben uns gesehen. Wer? Da. Oh, hi, was geht? Dann laufen wir weiter. Komm. Jo. Oh Gott. Wie war das, die konnten nicht schwimmen, oder? Oh Scheiße! Max, Skull, wo bist denn du? Hier. Oh. Ich glaube, die verfolgen uns jetzt noch. Ah, die hauen wieder ab, sehr schön. Sind sie aber schon... Ja, du, weil vor uns waren auch noch welche, ich wollte es nur gesagt haben. Deswegen bin ich runtergesprungen. Hä? Hä, was ist das? Was? Du bist gerade voll vorbeigelaufen. Ist das ein Scheiß... Das ist ein Krug. Krokodil. Ich würde da nicht hin. Lol. Aha. Tier entdeckt. Oh ja, ja. Scheiße, ich kann keine Fleisch mehr mitnehmen. Ah, ne, ist der Kopf. Na gut, ein Kopf brauche ich nicht. Ist ja heftig. Krokodile. Goal. Aber die gab's ja auch schon da. Ehrlich? Ich habe noch nie ein Krokodil gesehen. Doch, ich glaube. Haie weiß ich, aber Krokodile? Kann man hier irgendwie rein? Ah, hier ist noch ein Höhleneingang. Ist mir gerade im Nochmal eine Höhle, okay, warte, ich baue einfach gleich noch was mit dem. Ich bin gerade voll verwirrt. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Nein. Weil hier das Sinkhole ist. Oh, wir sind im Kreis.
Nichts zu sehen. Wir gehen. Ab, sehr gut. Gut, wie ich sehe, die Sonne geht gerade runter. Hey, jetzt ohne Scheiße jetzt. Warum sind wir wieder hier? Ja, wir sind ein bisschen. Ja, gut, wir sind wirklich im Kreis, glaube ich. Aber es macht ja nichts. Problematisch. Ja, komm ein bisschen ans Wasser. Da sind wir safe. Ja. Oder wir machen uns schnell so ein Ding zum. Ja, genau, schnell zum Übernachten, damit es gleich wieder hell ist. Ja. Warte, ich mach schnell so ein provisorisches Lager. Wir machen, weil sonst können wir wieder schlafen. Ja, aber nur ein provisorisches Lager. Ich baue es ja nur. Jo. Jo. Ich baue das jetzt mal hierher, so zack. Oh. Okay, war ist mal eine ganz blöde Frage. Ah, ja, genau. Hm? Nein, ich wollte doch nicht den Stock ausrüsten. Kombinieren. Was? Komm, den killen wir, oder? Oh. Vorsicht, Tinde. Alter, ist tot? Ich fast nichts mehr. Ich sehe auch gerade gar nichts. Ich glaube, er ist tot. Komm, jetzt den nächsten. Wir könnten uns vielleicht gleich mal die Knochen gönnen. Ja, ich habe mir gleich mal einen. Weil jetzt wird's echt schnell dunkel. Da mal hin. Ja. Hast du überhaupt Sticks? Wir brauchen ein paar Sticks. Oh, weil ich sehe gleich nichts mehr. Ich habe gerade echt das Problem. Ja, wir können auch gar nicht schlafen. Sehe ich gerade. Achso, hast du fertig gebaut? Wann dann? Ja. Ist ja voll unlogisch. Ich soll schlafen können, wann ich will, wenn es dunkel ist, oder? Warte, ich speichere einfach mal. Ja, ich speichere auch mal. So. Oh, ja, jetzt was hält. Oh, jetzt regnet kurz. Wollen wir. Die Scheiße, ja, noch keine Schildkröte. Alter, ich seh grad gar nichts, ne? Oh, Alter, wie schnell wie kalt ist! Komplett gefroren! Lagerfeuer. Oh, shit! Hoho, okay! Leck einfaches Feuer, komm, zack! Paar Sticks. Hast du Sticks? Ja, ich baue uns. Hab schon, Alter. Oh, Alter, das war heftig schnell. So, dann können wir den Typen gleich nehmen. Burn. Ich mag nicht burn. So, Alter, ich muss mal schnell was trinken. Soda. Trinken, perfekt. Wir werden gesehen, glaube ich. Guck mal, hey, unten ist das Zeichen, ob wir gesehen werden oder nicht, oder? Siehst du das auch? Nö. Nur wenn ich mal. Ja, genau. Ja, wenn ich mich ducke, dann ja. Achso, ja, stimmt. War das schon immer da? Ja. Ich glaube, es hat ein bisschen anders ausgeschaut. Lustig eigentlich, dass unser Shelter aus Laub nicht Feuer fängt. Ich meine ja nur. Ja, pst. aber wir bräuchten so einen Kochtopf, glaube ich. Oh, Knochen. Genau. So, kann man jetzt schlafen? So einen Kochtopf, nee, damit wir das Fleisch irgendwie grillen. Hä, hey, das oder? Fleisch haben wir immer so drauf geschmissen. Ach, das geht aber bei diesem kleinen Feuer. Oh, was? Ah, was? Einfach Erdruck. Ich leg mal was drauf. So weiße Dinger. Ich hab auch schon irgendwo. Nein, bitte nicht. Wir können noch nicht schlafen. Eine Frechheit, ne? Wow. Nein, ihr kleinen Ficker. Oh. Alter, wie schnell mir kalt ist. Ja, ins Feuer mit dir. Vorsicht, leicht rein. Ich muss am Feuer bleiben, weil sonst friere ich sofort. Oh nein, das Feuer ist weg. Was? Nicht dein Ernst? Oh, ich bin. Was? Du bist. Was? Ja. Also, du kannst mich wiederbeleben, aber mach du erstmal. Oh shit. Ich erfriere also gleich. Ich hab noch Zeit. Oder kommst du dazu, mich zu holen? Ich erfriere gleich. Und ich bin auch gleich tot. In der ersten Nacht verrecken wir gleich. Das ist ja. Oh, ein zweiter ist dazugekommen. Oh lol, bin tot. Okay, also dann müssen wir beide neu starten, oder? Alles klar. Day survived und. Oh.
E um Neustart. Day Survive 0. I, die fressen uns. Hä? Ja. Gut, ich. Interessant. Oh, haben wir noch all. Ne, wir haben alles verloren. Das ist jetzt. Ja, hart, wir ne? sehen, wo wir gestorben sind. Vielleicht haben wir uns das. Oh, toll. Ich friere gleich. Bin gleich tot. Ich auch. Das mit dem Frieren ist heftig. Dass man so schnell friert, das ist ungewöhnlich. Vor allem, es regnet halt auch noch. Toll und. Lol, und Ausdauer ist halt einfach komplett un. Weil ja nicht mehr die Waffe haben wir. Gar nichts haben wir. Mit einem Durchlaufen warm. Da war doch sowas, glaube ich. Aber war das nicht immer so, dass wir in der Höhle gestartet sind, wenn wir gestorben sind? Oder wenn jemand gestorben ist? Stimmt eigentlich, ja. Dass sie uns dann entführt haben und jetzt töten die uns. Stimmt eigentlich, jetzt wo du sagst. Bist du jetzt einfach gelaufen ohne mich? Ich bin gerade unterwegs, ja. Achso, du kommst gar nicht mit. Nee, weil meine Ausdauer die ganze Zeit sofort weg ist. Weil ich mega Hunger habe. Ja, meine auch, habe. Ich habe gar nichts. Ah, oh, aber gut durch diesen Neustart, ne? Also das ist kein einfacher Neustart. Nee. Mein Magen ist komplett leer, meine keine Ausdauer, kein Leben, also. Und keine Waffe gar nicht. Einmal. Ja, also wir waren schon ein bisschen besser im Vor. Aber das war jetzt hart. Ja, das war jetzt, weil du sofort extrem gefroren hast, als du. Ja. Oh, na toll. Und die sind schon wieder da. Ich hab wieder alles. Ja. Du müsstest du schnell zu mir kommen und mir vielleicht helfen, weil ich hör's doch schon wieder irgendwo. Greif mich schon wieder an. Bin gleich tot. Tot. Was, echt? Ja. Ein Schlag war ich tot. Ich hatte keine Waffe, ich konnte nicht mehr verteidigen, nichts. Leck mich im Arsch. Bleib mal liegen. Oh mein Gott. Ja, ich bleib mal liegen. Na. Ja, scheiße, jetzt werde ich da ver. Kack, die anderen also. Ja. Leicht. Was, da wartet einer? Denn in der ersten Nacht brauchst du halt gleich irgendwo eine Sicherheit. Wir hätten am besten sofort dieses Schlafding bauen sollen. Wir haben dafür zu lange gebraucht. Wow, sind da viele Gegner. Das ist jetzt. Alter, hier sind 4 oder 5. Ah, scheiß drauf, wie ich wieder belebt bin. Ich bin tot. Nee, also. Da braucht man eine andere Taktik. Ja, gleich am Anfang irgendwie eine Safe. Irgendwas Safes bauen oder so. Wir haben zu lange gewartet. Nee, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal neu starten, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen komplett neu starten, oder? Weiß ich nicht. Ja, weil es die ganze Zeit dunkel ist und es regnet, ich friere sofort und habe keine Waffe, gar nichts. Ja, das ist halt einfach. Und es einfach echt weit weg ist. Außer wir sammeln jetzt ganz schnell irgendwo Zeug und bauen irgendwas. Hier, da. Stick. Hey, ich habe meine Klamotten gewechselt. Stimmt, lol, was ist denn da drin? Wie hast du das gemacht? Da waren Klamotten auf dem Boden gelegen, in so einem Ding drin. Achso, okay. Lustig. Ja, ich sehe einen Scheißdreck. Ich sehe auch gar nichts. Ich dachte, mal passt. Ich sehe nur die leuchtenden Symbole für Steine und Äste. Es muss doch irgendwo Sticks geben, oder? Ich sehe nichts. Ab und zu finde ich Sticks. Also 3 Sticks habe ich ja schon. Immerhin. Oh. Und 5 Steine. Oh ja, ich habe auch schon ein paar Sticks, stimmt. Dann lass uns mal gleich so ein Ding bauen, schauen ob das funktioniert. Oh, da ist ein Reh. Ey, scheiß auf dieses Reh jetzt. Was ist mit dir? Wir müssen jetzt unbedingt schlafen, damit dieses Wetter aufhört und. Bau. Tu es. Brauch irgendwie. Wo sind denn Büsche verflickt, Alter? Das ist der Wahnsinn. Brauch irgend so einen blöden Busch. Brauch Sticks und Laub. Laub, da kannst du einfach die ganze Zeit in der Gegend rumhauen. Ja stimmt, da steht sogar, finde deine Leiche und wieder Gegenstände. Wie ist es aber, wenn du 2 miteinander gestorben bist, da welche Leiche zählt jetzt? In deinem Fall ist es natürlich blöd jetzt, ja. Also ich habe bei meiner neuen Leiche jetzt noch meine alten Sachen. Ja klar. Oder
Dem würde ich dann gerne hin, wenn wir... Ja. Ich muss zu essen hier. Ich esse so, mir. Wo habe ich jetzt da? Ist es giftig? Nein, ach, nicht giftig. Sehr schön. Ich habe zwar nicht gesehen, was ich esse, aber... Ich friere schon wieder. Ist schon wieder total vorbei. Ich friere auch schon. Ein Stick und zwei Laubblätter. Ich hab einen Stick. Bin schon da. Oh. So, gleich mal schlafen. Ja, bitte. Frag mich zwar, wie wir zu zweit und zum Dinges da reinpassen, aber... Und der... Oh Gott sei Dank. Aber es regnet immer noch. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Na gut, Regen ist ja eigentlich jetzt am Tag nicht so schön. Hier sind Sticks. Gut, ich gehe jetzt mal Richtung Leiche und hoffe... Problem, ich habe keine Ausdauer, gar nichts. Aber doch, jetzt habe ich... Doch, Ausdauer habe ich wieder, stimmt. Aber Essen, ich muss unbedingt was essen. Essen, ja. Trinken geht es eine... Oh, das ist ein Haken. Die Sticks sammeln noch hier. Gott sei Dank. Hier. Nehmen. Wird die Leiche hier jetzt angezeigt bei dir? Oder bei mir werden beide Leichen angezeigt. Hier habe ich ja nichts, glaube ich. Aber ich nehme es einfach mal. Und da hinten. Die werden beide Leichen angezeigt? Ja, aber zwei so Totenköpfe. Interessant. Bleib stehen! Gut, also ich hätte jetzt 4 rohe Fleischstücke. Am besten mal ein Feuerchen da hinten bei unserer Hütte. Dann braten wir das ganze Zeug mal. Aber Leben habe ich auch überhaupt nichts. Boah, die erste Nacht, das war hart, gleich zweimal sterben. Leck mich im Arsch. Ja. Aber es ist kein Game Over, ne? Also das gibt's irgendwie nicht, ne? Eigentlich schon. Mhm. Also irgendwo natürlich jetzt für uns am Anfang gut. Klar, ne? Also wenn es überhaupt kein Game Over mehr gibt, dann ist es natürlich irgendwie auch wieder blöd. Ja, eben, aber... Die liegt da unten. Das siehst du ja kaum. Ja, vielleicht hat man am Anfang irgendwie Gnadenfrist. Oder es wurde halt irgendwie nach oben geregelt, dass man... Obwohl, wir spielen eigentlich auf schwierig. Ja, ja gut, aber wir haben ja noch nie eigentlich beides. Wir sind ja noch nie beide gestorben. Gab's ja noch nie der Fall. Wir haben uns immer wieder belegen können, wenn jemand... Stimmt, ja. Oh, Essen. Essen, jawohl. Alter, komplett voll, geil. Ja, ich auch, geil. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich auch nicht. Gut, sehr schön. Okay, Location, bauen wir hier. Ja, oder? Was ist denn das da hinten? Siehst du das? Weißt du, was ich meine? Das sind wahrscheinlich für diese Hütten, oder? Von diesen eingeborenen. Ja, gut. Okay. Gut, dann fangen wir hier an zu bauen. Was machen wir als erstes? Alter, Digga. Erschreckt mich nicht so. Aber es sind doch relativ viele Vögel da. Ja. Das geht ganz gut. Ja, gut, Sollen wir jetzt richtig anfangen zu bauen oder sollen wir erstmal so eine kleine Blockhütte bauen oder sowas? Weißt du, wo wir nur 13 Dinger bauen, um in Sicherheit zu gehen? Ja, klein anfangen würde ich. Okay, dann baue ich die da einfach. Aber ich weiß nicht, ist das wirklich gut, weil hier ist doch relativ gut. Ja, ich auch wenig Bäume und so, ne? Stimmt eigentlich, die Bäume extrem wenig. Aber trotzdem bauen wir... Wie wär's, wenn wir denn auf der anderen Seite da... Bäume? Ah, sollen wir das... Ah, hier ist Schlamm. Ich schlamm mich mal ein. So. Bei mir ist kein Schlamm. In diese Richtung, weil das sind richtig viele Bäume. Ja, oder wir gehen wirklich auf die andere Seite. Alter, da ist so schnell Schnee. Ich weiß nicht, wie kalt es da wird. Also, mir egal. Mir voll nach dir. Ich glaube, also kalt wird es, glaube ich, wirklich erst an der Grenze. Aber... Ah, das sind halt echt viele Bäume, ja. Stimmt eigentlich, wenn man hier so. Oh, erstmal die Location finden. Oh, hier ist nochmal Schlamm, falls du Schlamm brauchst. Ah ja, hier beim. Ist ja schon. Okay. Hey, was? Ich hab den. Nein. Ja. Wie wär's da hinten bei der Furcht da?
Oh, das ist. Oh, Lizard. Komm schon. Lizard. Nein! Ja! Ich hab ihn erwischt. Ja. Geil. Ach nee, schon wieder in den Kopf. Gut, meine Uhr sagt gerade, es ist eine halbe Stunde vorbei. Was schon, wir haben noch nicht mal angefangen zu bauen. Ja. Das fängt wieder sehr gut an. Oh Gott, so schön. Ah, ich weiß noch die alten Folgen, wo man eigentlich in einer Folge gar nicht so viel. Ja. Haben wir gesagt, so das bauen wir und dann haben wir mal das erste geschafft. Gut, aber ich glaube, für die nächste Folge können wir es ja vornehmen. Oder weißt du noch, wo wir in Höhlen gesagt haben, diese Folge gehen wir in Höhlen. Die Vorbereitung zur Höhle hat eine ganze Folge gedauert. Ja. Ja, doch, hier ist doch, glaube ich, ganz gut. Hier sind viele Bäume. Aber auch sehr felsig, also es ist sehr, Nee, ich glaube, die Felsen nerven dann ja auch eher wieder. Die voll. Warte, wollen wir da vielleicht ein bisschen weitergehen? Das ist... Nee, es wird nicht besser mit den Felsen. Wir müssen uns einen anderen Platz suchen, was ein bisschen ebener ist und so. Ich glaube, wir sind hier an dem Fluss komplett verkehrt. Kannst du schlecht bauen. Ja, glaube ich auch. Geh mal wieder ans Meer, da war es ganz schön zum Bauen, fand ich. Ja, komm. Also, nächste Folge, ans Meer gehen. Wir sind langweilig. Gehen ans Meer wieder. Nächste Folge erst, oder sollen wir jetzt noch? Ja, nächste Folge erst. Ja, nächste Folge. Hä, du schaust anders. Hey, du bist jetzt jemand anders. Du bist nicht mehr schwarz. Nö, du bist noch da, oder? Nö, du bist jetzt ein Afro. Ja, wie denn? Bin ich jetzt schon mal nee, grad? Das meine ich nicht. Das ist, du bist. Ich, aber nicht mehr so schwarz wie vorher. Ach, keine Ahnung. Ne, vielleicht hat mich ja der Lehm heller gemacht. Keine Ahnung. Gut, Oh Gott. Ach, doch, scheiße. Wir wollten noch gerade die Folge beenden. Ja, deswegen gehen wir jetzt schön weit hinter ins Wasser, ans andere Ufer oder so. Wir können ja kurz auf die Insel dahinter gehen und dann beenden wir die Folge, damit es nicht allzu lang wird. Unter Wasser sieht man sehr, sehr viel. Ja, alles so richtig schön gestochen scharf. Wunderbar. So, perfekt. Die können hoffentlich immer noch nicht schwimmen. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.